Herzlich willkommen zurück zu Alice auf dem Weg zum Turm der Königin. Unwillkommen einer Gastherrin zurück vorher gehasst. Vergiss es, ich reiß dir dein Herz aus. Herz zerschmettern. Mit der flachen Hand. Da bricht der Turm zusammen. Als ob wir das nicht schon mal gemacht hätten. Tu's nicht, Alice. Dann sind wir wieder klein. Oh. Schade. Na, wo ist er denn? Trotzdem, um die Vergangenheit aufzudecken, um die Suche fortzusetzen, musst du sie treffen. Alter. Wie widerlich ist das denn? Da will ich nicht rein. Nicht in den Mund der Königin. Seine Hand war schleimig, Alice. Wie ein Aal aus der Isis. Und erst der Name. Bambi. Wenn er jemals seinen Abschluss schafft, muss ich seine Abendvisite noch sehr verbessern. Bambi? Bambi war unser... wie soll ich sagen? Falsche Abzweigung genommen. Unser Macker. Ich glaube aber, der wurde von unserem Vater ausgesucht. Nie eine gute Sache, wenn der Vater den Ehemann aussucht. Noch ein Herz. Was war denn das gerade eben dann, wenn dieses Herz hier schon wieder schlägt? Ah, ich meine, die Königin scheint auch mehrere Zungen zu haben. Geil, hier unten ist tatsächlich der Unterkiefer jetzt. Das ist ja total crazy alles. So, wo war das jetzt, das blaue Herz? Kann ich das hier auch ausreißen? Oder muss ich das einfach nur abknallen? Okay. Herzlich willkommen in der Königin. Und lasst euch nicht von der Form dieser Tür in irgendeiner Art beeinflussen. Ich meine, es ist ja alles organisch hier. Nicht wahr? Das scheint aber der Magen zu sein. Das ist eher eine Magensäure oder sowas ähnliches. Haben wir denn hier irgendwelche Hilfsmittel? Gar nichts. Das erinnert mich fast so ein bisschen an... Ah, da oben. An dieses eine Level, wo... In Trine, wo man in Trine... auch durch den Magen gegangen ist. Das habe ich ja mit Ossel gespielt. Ich muss, soll hier irgendwo... Kanone hinschieben. Irgendwie bewegt sich da ja mehrere, bewegen sich da mehrere Sachen. Aber ich sehe einfach nirgends, wo ich da eine Pfefferkanone hinschießen sollte. Na gut, dann springen wir jetzt erstmal hier rüber. Vielleicht sehen wir ja von dort was. Ah, hier ist tatsächlich ein zweites Herz. Sehr gut. Hervorragend. Und hier ist noch ein Herz. Das uns diese Sachen beschafft. So, dann können wir nochmal hier rüber springen. So, auch Achtung, hier ist wieder die Gefahr. Wir wollen ja nicht verdaut werden. Lecker. Es muss stinken da drin. Unfassbar widerlich.
Magensäure ist ja nicht unbedingt etwas, was wir als angenehm empfinden, nicht wahr? So, was bist du denn für einer? Ach du, du bist ein Roter. Verstehe. Okay. Das war easy. Boah, wenn das jetzt der Magen war, dann kommen wir jetzt in den Darm. Ich hoffe ja nicht, dass wir dann in einer, ich sag jetzt mal, was war das denn? Hier hinter der Tür ist irgendwas. So, die sind wohl schon weg. Gucken wir mal, was wir da gerade erledigt haben. Gibt's da noch ein Herz? Ja. Ah, einen haben wir noch. Einer haben wir noch. Tun mir ja fast schon leid. Die sind so Kanonenfutter geworden, diese kleinen Biester. Was haben wir hier? Pfeffermühle, bitte in die Richtung schießen. Ich sehe noch kein Ziel. Da unten, da sehe ich ein Ziel. Scheint so eine Art Unterherzen zu sein, denn davon gibt es echt viele. Aber wie man auch die ganze Zeit noch kriechende Vaginas. Was soll das denn darstellen, bitte? Die Herzogin irgendeinen Tripper eingefangen hat oder sowas? Ist aber echt so ein bisschen wie dieses Trine-Level. Obwohl, ich glaube, dieses Spiel muss eigentlich zuvor gewesen sein. Oh! Ich glaube, wir sind bei Schneewittchen zu Hause. Na? Königin. Ich hatte jemand anderen erwartet. Du kennst deinen eigenen Geist nicht. Mein Geist erscheint mir fast wie ein Fremder. Was du behauptest, nicht zu wissen, ist nur, was du verleugnet hast. Du hast deine vagabundierenden Erinnerungen zurück. Was hast du damit vor? Einst hast du meinen Griff nach der Macht unterbunden. Mit Gewalt. Aber nun gestattest du es jemand anderem, meinen Platz einzunehmen. Ich werde dich bestimmt nicht vermissen. Du ziehst den heißen, stinkenden Atem und die unerbittliche Aufmerksamkeit eines mächtigen, vernunftlosen, gefühlskalten Radau-Ruders vor? Das bezweifle ich. Hast du mehr für mich als eine Warnung? Die Raupe sagte, du könntest mir helfen. Dafür bräuchte es ein attraktiveres Angebot als das momentan. Aber sonst sind wir alle verloren. Nicht verloren. Vergessen. Ich mag hier überleben, aber mit dir ist es aus. Du verstehst das Muster der Zerstörung, das weiß ich. Der Zug versucht, alle Bilder deiner Vergangenheit zu zerstören, vor allem das Feuer. Nun, wen sollte das nützen? Wer profitiert von deinem Wahnsinn? Die Zerstörung des Wunderlands ist auch meine Zerstörung? In der Tat. Und ich habe ihn aufs Gleis gesetzt. Ich kann ihn stoppen. Das ist gut für mich. Ich bin nicht verrückt. Hab meine Familie nicht getötet. Ich bin gesund. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin unschuldig. Nicht schuldig. Was passiert hier? Was tust du? Der Zug muss gestoppt werden. Aber es gibt mehr zu tun. Dein Blick verdeckt deine Tragödie. Die ganze Wahrheit, die du angeblich suchst, klammert dich aus, weil du die Augen von dem verschließt, was dich umgibt. Dieser Wahnsinn hat keine Methode. Meine fachliche Meinung? Wahnsinn ist durchaus heilbar. Wenngleich vielleicht nicht in diesem Fall. Der Obrigkeit muss man gehorchen, oder man muss sie stürzen. Hart aber gering. Das ist so meine Methode. Aber sie ist verrückt wie ein Hutmacher, die arme Kleine. Das Schlimmste ist vorüber und rüber und rüber. Vergiss es, Alice. Vergiss es.
Ich traue diesem Doktor nicht. Kann Realität und Illusion nicht unterscheiden. Denk an deine letzte Reise. Ein Elefant vergisst niemals, wo er seinen Rüssel gelassen hat. Zugreisen nur mit kleinem Gepäck. Niemals größer als dein Kopf. Ich mag mich irren, euer Gnaden, aber ich bezweifle es. Hinab den Pfad des prähistorischen Schleims. Und dann nochmal zur Seite. In der Tat, Doktor. Das war geboten, ganz sicher. Ich würde sagen, es ist sehr heiß hier drin. Ich meine, vernebelt. Und sie hilft nicht mit. Oh nein, nein, ganz und gar nicht. Was für eine Blamage. Ich befürworte deine Entlassung und schon stehst du wieder vor der Tür. Mein Ruf ist ruiniert, Leute reden, Alice. Ich bin ein Gewohnheitstier. Knochen vergraben, gemerkt? Loyalität. Du darfst niemals von zu Hause weglaufen. Platz, Alice, sitz. Tja, und damit haben wir nochmal ein neues Outfit bekommen. Die Animation von der Alice ist ja jetzt mal auch total krass. Und das meinte ich, also diese Art von Horror, die gab es im Originalen, im ersten Alice irgendwie nicht. Hallo? Hallo? What? Bin ich jetzt im Wunderland oder bin ich nicht im Wunderland? Oder sehe ich nur eine Art von Virtual Reality? Ruhe bitte. Trepanation. Was auch immer das ist. Wenn das nicht, du weißt schon, wer aus der Idiotenabteilung ist. Jo, es ist Alice, Onkels prämierte Irre. Diese Instrumente sind grauenerregend. Aber ein Loch im Kopf schafft mehr Platz für die Sorgen. Genau das Richtige für deinen Stein des Wahnsinns. Wahrscheinlich auch für Krampfanfälle. Du musst sie genauso satt haben wie ich dein Gejammer darüber. What the fuck? Oh. Dieses Spiel ist so hart. Das haben sie ja früher echt gemacht, ne? Löcher in Köpfe gebohrt, damit der Druck nachlässt. Manch mentaler Zustand lässt sich durch einen Aderlass lindern. Der Doktor glaubt nicht, dass es gegen deine Symptome helfen würde. Aber ich bin am Ende meiner Kraft. Und die Blutegel brauchen auch Arbeit. Ein Bäckersdutzen, Schwester. Ich setze sie selbst an. Nein, ich will. Ich weiß, wo es weh tut. Okay. Wir werden jetzt also nach und nach all das, was Alice hier erleiden musste, mitbekommen. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Ich weiß, wo ist noch mal oben und wo unten? Ich wollte sagen... Ein Gebet aufsagen? Unterbrech mich nicht, wenn ich nicht... Aufs Klosett gehen kann? Unerträglich. Das bist du, aber was bin ich? Ich gebe dir... Ein Geschenk, aber ich habe nichts für dich. Nur ein Schnösel, ein Schnörkel, die Katze, Feline, Felidee. Was für eine Katze? Wo? Ist der Fuchs bei den Täubchen? What? Schlauer Teufel. Aus dem Hühnerhaus ausgezogen? Was? Was? Fällt mir gar nichts mehr zu ein, ey. Der Warteraum. Das könnte der angenehmste von allen Räumen sein. Komm mal jetzt, sehen. Alice. Sollte man mir nicht ebenso gehorchen wie der Königin? Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Sei einsichtig. Tausche die Tentakeln gegen den Zug. Das ist unterm Strich die bessere Option.
Entweder das oder zurück nach Rutledge. Nie ein freundliches Wort oder eine Anerkennung meiner Dienste. Verdiene ich nicht ein bisschen Glück? Wage es nicht, mir streitig zu machen, was mein gutes Recht ist. Hab dich aus dem Irrenhaus geholt. Jetzt wirst du freiwillig wieder reingehen. Hab's deiner Mutter gesagt. Du bist ein abweisendes und stures Kind, lebst zufrieden in deiner eigenen Welt. Junge Frauen müssen ihr Wunderland verlassen. Die wahre Welt ist nicht so wundervoll. Du musst erwachsen werden. Vielleicht durch eine weitere Behandlung. Du wirkst vernünftig. Aber der Schein kann trügen. Ich kenne dich als launische, gewalttätige Person. Ich kann nicht sagen, dass es mich überrascht, dass man dich wieder ins Irrenhaus gesteckt hat. Ein Aufenthalt unter Beobachtung wird dir gut tun. Alle sind gegen uns. Wer bist du denn? Der kommt direkt aus Clockwork Orange, würde ich denken. Was für ein Finale. Und plötzlich sind wir wieder in London. Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Da hat irgendwas geblinkt. Ah, hier geht's nicht lang. Zum Licht. Von Licht zu Licht. Denn in der Dunkelheit ist das die einzige Orientierung. Jedes Mal, wenn eine Lampe angeht, haben wir ein kleines wenig mehr Hoffnung. Hilfe, Alice! Wir brauchen deine Hilfe! Verlass uns nicht! Schon wieder! Übergeh uns nicht! Warum leidet ihr? Die Tyrannei der Königin ist nur eine Erinnerung. Sie hat doch keine Macht mehr über euch, oder? Feinde kommen und gehen. Doch nun herrscht ein neues Übel. Und die Bosheit dieses Feindes stellt die besiegte Königin in den Schatten. Wer ist der aktuelle Feind? Wieder eine Kreatur aus dem Wunderland? Oder vielleicht doch der Doktor? Das brennende Haus. Das Puppenhaus. Das Puppenhaus. Nochmal ein ganz neues Level und nochmal wunderschön, auch schon allein jetzt anzusehen. Hervorragend. Cool. Na gut. Das war eine sehr, sehr verrückte Folge und hier haben wir wieder ein neues Outfit, was mir auch sehr gut gefällt. Super gut gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dieses neue Biom erkunden. Bis dahin.